Willkommen zurück zu Spyro Enter the Dragonfly, ja, zu Part 5. Und heute sind wir wieder im Kornkreis, wie hieß es? Ich hab's immer noch vergessen. Im Kornkreis, ja, wie hieß das Level? Getreidekreisland, ja, nicht Kornkreisland. Ja, Kreisland, Kornkreis, da kommt ein bisschen was zusammen. Da kann man auch ein bisschen was vermischen. Und wir sind noch lange nicht fertig, es fehlt hier noch ein Minispiel, es fehlen hier noch einige Geheimnisse, die wir so erkunden müssen. Ah, zum Beispiel gemein versteckte Vasen. So, aber eigentlich haben wir schon einen sehr, sehr großen Teil vom Level erkundschaftet. Das ist eigentlich sogar der letzte Bereich, soviel ich mich erinnern kann. Da drüben ist schon die Scheune, die sieht man, glaube ich, schon. Ne, das ist ein Sirlo, okay. Solange das nur ein Sirlo ist, ist das ja in Ordnung. Man schaut sich immer gerne 10-mal um, denn es kann ja sein, dass hier noch irgendwo Edelsteine sind. Oh, ist tatsächlich so, gerade hier bei dem Teil. Wenn man dann hier irgendwo aus der Distanz noch irgendwas sieht, ist man ziemlich gearscht. Weil man erstmal 10 Kilometer laufen kann. Naja, egal. Wir betreten das nächste Minispiel-Level, also den nächsten Sub-Abschnitt. Zwischenabschnitt, wie man das auch immer nennen will, ne? Dazu erstmal hier schön auf diesen Turm drauf. Ich glaube, das nennt man auch Sirlo, ne? Kann man das explizit Sirlo nennen? Ich weiß nicht. Ich kenne mich hier, ich bin kein Farmer. Ja? Was bin ich noch nicht? Habe ich im letzten Part gesagt? Ja, weiß ich nicht mehr. Eine neue Mission. Spyro, bin ich froh, dass du hier bist. Ich wusste doch, dass mit dieser Farm was nicht stimmte. Überall sind Weltraumkühe. Und jetzt entführt auch noch ein UFO-Farmer Dilskühe. Ja, natürlich. Dieses UFO hat einen Traktorstrahl-Prototypen, mit dem du die Kühe hochbeamen und in den Pferch bringen kannst. Hm, Moment mal. Woher hat Farmer John ein UFO? Und wieso einen Traktorstrahl-Prototypen? Farmer Dill braucht deine Hilfe. Willst du die Kühe mit dem UFO-Prototypen retten? Schrei mich nicht so an! Ja, natürlich will ich das. Beeil dich lieber, es kommt! Das fiese UFO darf sich keine meiner Kühe schnappen! Nein! Alles, nur nicht die Kühe! Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Boah, das sind doch unsere, die kommen doch auf den nächsten Big Mac drauf. Ohne den nächsten Big Mac haben wir echt ein paar Probleme. Okay, da ist das UFO. Das heißt, wir gehen erstmal zum UFO hin. Oder beziehungsweise zur Kuh. Erstmal zum UFO, dann zur Kuh. Gehen mit ein bisschen Speed in Richtung, ja, Scheune. Lassen das dann wieder mit X runter. Wir nutzen Kreis, um zu schießen, damit das UFO erstmal ein bisschen paralysiert ist natürlich. So, mit X nutzen wir dann den Traktorstrahl. Mit Quadrat fahren wir dann in Richtung Scheune. Und dann lassen wir einfach nochmal X los, damit wir auch die Kuh loslassen. Beziehungsweise wir drücken nochmal X. So, gedrückt halten. Und dann im richtigen Moment weiterfahren. Ich finde das ein bisschen unfair, dass die Kuh, dass das UFO so schnell ist. Das ist ja schneller als wir. Das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. So. Also schneller, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass UFOs einfach so erlaubt sind. Ja. Da gibt es erstmal richtig viele Probleme im Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ne? Also, da kannst schon, meine Fresse, also da wird sich die nächste Mondlandung sowieso noch verschieben. Boah, Alter. Wann wird wohl der nächste Mensch auf dem Mond sein? Wahrscheinlich nie, ne? Hat man seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Vielleicht waren sie auch nie auf dem Mond. Vielleicht waren wir die ganze Zeit nur auf der Erde und die Erde ist eine Scheibe. Was macht das UFO eigentlich, wenn wir alle Kühe haben? Ach, geht wahrscheinlich in Richtung Scheune, ne? Oder haut ab. Das war klasse, Spyro. Du hast alle Kühe gerettet. Übrigens, ich habe diese Libelle in der Scheune gefunden. Bitteschön. Ja, danke. Du hast Glöckchen gefangen. Glöckchen. Hast du das gesehen? Farmer Dill hat das Tor nicht abgeschlossen und die Kühe sind weg. Das sieht so aus, als wäre es jetzt noch mehr UFOs. Schaffst du noch einen Durchgang? Das ist ein guter Farmer. Ja, komm, noch ein Durchgang. Dafür kriegen wir auch eine zweite Libelle. In dem Fall. Ist nicht in jedem Minispiel so. Aber das ist ja wenigstens eine ganz nette Sache. Ach, das ist UFO.
Einmal schön drauf. Und dann auch versuchen, die Kuh mitzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir Probleme mit den gelben UFOs, die auch versuchen werden, uns abzuballern. Auf der anderen Seite, gut, wir sind jetzt nicht die schnellsten. Wir könnten uns was erlauben. Stirb. Wir können die gelben UFOs auch abballern. Dadurch wird es natürlich sehr geschwächt, das UFO. Wir selbst haben keine Energieanzeige, das heißt, wir können uns eigentlich so viel erlauben, wie wir wollen. Ah, nur das kann sehr nervig sein. Boah, Leute, Leute, mal, fickt euch. So, ich will nur ans UFO, an die Kuh. An die dicke, fette, blöde Kuh, genau. So, und dann wollen wir nur raus aus diesen Gefilden und versuchen, die Kuh wieder hinzulegen, bevor irgendwas anderes passiert. Komm hoch. Wir sollten auch natürlich so nah wie möglich am Boden dranbleiben, damit es uns, damit wir so schnell wie möglich die Kühe an Bord schleppen können. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Oh, Leute. Jetzt sage ich schon Leute. Leute ist kacke. Ich habe vor, nicht mehr Leute zu sagen. Ah, oh, dann treffen die mich. Jetzt ist die Kuh noch nicht mal hier. Ja, dann nehme ich mir eine andere Kuh, ja? Ja, mache ich halt so. Das ist halt so. Ja, dann, das ist eure Schuld. Ich habe da keinen Vertrag mit. Das... So, Kuh, komm mal her. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Sie kommen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Also sie brauchen wirklich sehr viel Zeit, um eine Kuh zu entführen. Und ey, selbst wenn, ne? Wenn die kleine Ellie entführt wird, dann ist es doch gar nicht mal so schlimm. Boah. Ich meine, Aliens müssen sich auch von irgendwas ernähren. So ein schönes, saftiges Steak. So ein Big Mac. Den können sie sich auch mal selbst machen. Ah, dann ist wieder die andere Kuh im Arsch. Ich dachte, die Kuh habe ich schon längst mitgeschleppt. Nee, sie entfernt sich weiterhin. Bin ich jetzt in seinem Traktorstrahl, oder? Ich hoffe, ihr trefft erstmal euren Kumpel. Ey, das ist so eine nervige Mission. Das Ding ist, wir können diese Viecher jetzt auch nicht einfach so abballern und sagen, ey, Kumpels, seid mal leise. Sie kommen ja wieder. Das ist ja das Traurige dabei. An der ganzen Geschichte. Wobei, jetzt sehe ich so, ja doch, sie brauchen ein bisschen Zeit, um sich wieder aufzurappeln. So, wir holen uns noch die letzte Kuh. Ja, toll, jetzt ist sie in seinem Traktorstrahl, oder wie? Ach, Leute. Ja, nicht Leute, sondern, komm, wenigstens über der Scheune. Dann will ich wenigstens über der Scheune getroffen werden. Cool, du hast es wieder geschafft. Nimm meine Libelle als Dankeschön. Füttere sie gut mit Heuschrecken. Die mag sie nämlich. Lecker. Du hast J-Dubs gefangen. J-Dubs? Was zur Hölle? Möchtest du mit dem UFO-Prototypen fliegen? Nö. Nicht nochmal. Tausend Dank, Spyro. Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du mit dem UFO-Prototypen... Ja, weiß ich. Jederzeit. Jederzeit natürlich. Jederzeit heißt niemals. Niemals wieder. Also niemals wieder werde ich. So. Diese Ladeszenen, die brechen ja dann auch ab und zu mal das Eis, ne? Ah, wenn man gerade noch so gut drauf war, dann ist man jetzt natürlich noch viel... gebrochener. Ja, nicht erbrochener, sondern gebrochener. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ah. Guck mal, hier sind sie zum Beispiel mal gut gesetzt, die Edelsteine. Einfach auf dem Weg. Meinetwegen auch mal an der Seite, so als Reihe. Aber doch niemals so einzeln über den ganzen Weg verteilt. Leute. Also nicht Leute, sondern Menschen. Ja, Menschen. Schweine. Hey, Spyro. Toll, dass du da bist. Die Türen klemmen. Ich wollte es mit Sprengstoff probieren, hab aber keine Streichhölzer. Ma sagte immer, dass ich nicht mit Feuer spielen soll. Da hat deine Mama recht gehabt. Kannst du mir vielleicht Feuer geben? Ja, okay, dann spielen wir halt mit Feuer. So, nicht mit Feuer spielen. Aber dafür ist die Scheune jetzt offen. Und auch direkt erstmal in Flammen. Die Wände verschwinden auf magische Art und Weise, jo. Kann mal machen. So, krieg ich was? Krieg ich für die Scheiße auch etwas? Hi ho, Drache! Danke für deine Hilfe auf unserer Farm! Gern geschehen, Farmer Bill.
Hier, nimm dieses Dings da. Ich wollte damit mein neues Rauchbarbecue würzen. Bist du bescheuert? Ich will doch keine Libelle auf meinem Barbecue draufschneiden. Fiona gefangen. Mir ist noch ein normaler Name. Da muss jetzt nicht die Namenspolizei hinterher. Tut mir leid, Leute. Die ist heute abgestellt. Warte mal, Farmer Bill. Das war jetzt Farmer Bill, der da drüben ist Dill. Und Bill gab es ja eigentlich auch schon in der... Okay. Die komischen Objekte sind da. Den Bill, den gab es ja eigentlich auch schon in der... Im ersten. Also in der Oberwelt. Da war der natürlich auch schon mal. So, wir machen mal dieses Gerät an. Welches auch direkt erstmal schön ein UFO anvisiert. Wir verfolgen das UFO. Nein. 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 So, da drüben ist das UFO. Da drüben gibt es noch eine weitere Kanone, die wir nutzen können, um das UFO zu zerstören. So, es gibt hier auch eine weitere Mission. Jetzt, da die Kühe aus dem Stall sind, haben wir auch hier die Möglichkeit, natürlich erstmal euch hier zu töten. Meine Fresse. Ich würde euch liebend gerne alle erstmal töten, bevor hier irgendwas passiert, ne? So. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Kühe einmal kurz anzusetzen, damit sie zu ihrem Farmer zurückkehren. In der Mitte des Feldes. Ich hoffe, das machen sie auch irgendwann mal. Nö, die Hälfte steht erstmal auf. Boah, Leute. Also, Menschen. Ach, jetzt gehst du dahin, oder wie? Und du? Hast du vielleicht auch mal das Interesse, dahin zu gehen? Denen ist das alles scheißegal. Okay, ich glaube, der hat jetzt allen Grund zur Freude. Ja, doch, die Kühe sind wieder da. Fehlt eine? Danke, dass du die Kühe befreit hast. Kannst du sie hierher zurücktreiben? Ja, also, wenn du das Gefühl hast, die sind nicht hier. Wir machen doch einen echten Farmer aus dir, Spyro. Ach ja, während du meine Kühe gesucht hast, habe ich das Viech hier gefunden. Gehört wohl dir. Ja, natürlich. Wenn du etwas findest, gib es immer mir. Das ist gut. Du hast Cedric gefangen. Cedric. Gut. Dann haben wir das auch schon geschafft. Jetzt verfolgen wir eigentlich nur noch das UFO und suchen die letzten Edelsteine, die uns jetzt noch so fehlen. Wie viele sind das denn? Bestimmt irgendwie ein Einer oder so, der irgendwo am Arsch der Welt ist. Vielleicht sogar am Eingang. Da könnte ich mir eigentlich auch noch was vorstellen. Ja, das ist eigentlich sehr gut möglich. Man will, dass man das ganze Level zweimal durchgeht. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich hier an der Stelle. Ja. Meinetwegen sollen die Entwickler doch damit ein bisschen Spaß haben mit, ja, nicht mal Backtracken, sondern Zweiläufigkeit. Mit zweimal laufen. Ein Double Walk. Ja, genau, das kann man machen. Ein Double Walk. ich glaube, das sollte nicht passieren, oder? Es ist nur so eine Idee. Ach. Menschen. ich hoffe, das werde ich im Let's Play beibehalten mit dem Menschen. Ah. Ich hatte heute so eine richtig komische Fliege hier drin. Im Raum, natürlich. So, einfach nur, weil die Nacht über das Fenster auf war. Und dann bin ich so heute Morgen mit Tasche packen, ne? Schultasche packen. Ah, oh, der wird mich umbringen, oder? Ah, nicht. Okay. Und da hat sich dieses Vieh tatsächlich auf meine Hand gesetzt. Ich habe es erstmal nicht so bemerkt. Hab erstmal schön weiter, scheiße. Ich wollte halt noch ein paar Sachen ergänzen in meinen Sachen, in meinen Unterlagen. Und, dann saß er auf meiner Hand. Ich habe mich erstmal so total erschreckt. Hab mir mit der Füllerkappe voll auf meinen Zeigefinger gehauen. Ich weiß nicht, einfach so aus Reflex, so. Weil ich wollte eigentlich nur in dem Moment, boah, meine Nase juckt, meine Füllerkappe auf den Füller tun. Und dann habe ich einfach verfehlt und voll, ja, auf meinen Zeigefinger draufgehauen, auf meinen linken. Ist natürlich sehr schmerzhaft, hat auch ganz schön geblutet. Und im Nachhinein war ich mir dann nicht mehr sicher, habe ich jetzt... Das ist eine Libelle. Okay.
du hast Flavy gefangen. Ob ich jetzt irgendwie... Okay, die haben wir schon mal beisammen. Ob ich jetzt... Ich komme nicht zu Wort, ne? Ob ich mir, was wollte ich... Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ob ich mir mit der Spitze des Füllers oder mit der Füllerkappe auf die Finger gehauen habe. Aber anhand der Form der Wunde kann man das eigentlich schon recht gut sehen. So, wir gehen mal zurück zum Eingang. Vielleicht kann da nochmal ein Edelstein existieren. Ich hoffe es. Vielleicht auch hier. Nee, da nicht. Ach. Ist auch so weitläufig. Das ist das Schlimmste dabei. Dass das ganze Level so weitläufig ist. Und dass man da nicht den Über... Ah, hier gibt's noch was. Den Edelstein. Gut. Dann haben wir das schon mal. Und... Ja, da. Trompete halt durchgängig. Wir können das Level verlassen. Da drüben ist zwar der Eingang, aber... Oder beziehungsweise Ausgang. Ich habe aber trotzdem keinen Bock, da jetzt erstmal hinzulaufen. So, Kornkreisgedöns ist geschafft. Das heißt, wir können jetzt zur Luau... Luau-Insel gehen. Das wundervolle dritte Level, wo wir auch den Eisatem bekommen werden. Nee, das stimmt nicht. Da bekommen wir, glaube ich, was anderes, ne? Kann das sein? Wir bekommen hier auf jeden Fall wieder eine Rune, das weiß ich noch. Aber den Eisatem kriegen wir erst in einem anderen Level. Auf Wolke 9, das weiß ich noch. Ah, nicht Wolke 7 oder so, ne? Wolke 9, schön übersetzt. Juhu, du hast genug Libellen, um das Boot in Gang zu bringen. Komm an Bord. Wie immer, ne? Allzeit bereit, Captain. Ah. So, nächster Level, nächstes Gebiet. Ah, das ist tatsächlich sogar mein Lieblingslevel, muss ich zugeben. Also das ist so vom Aufbau und von der, vor allem von dem Setting her, schon sehr schön. Vor allem, weil es auch hier wieder diese Tikis gibt, die es auch schon damals in Spyro 2 gab. Das finde ich am interessantesten. Ja, kann man mal bringen, ne? Das ist, kann man machen. So, ich höre mal kurz hier auf den Sound, weil ich bin mir gerade unsicher, ob der jetzt so gut läuft. Ups, Entschuldigung. Ja, schön über die Ohren ziehen. Oh ja, wundervoll. Oh ja, ah, das ist ja richtig hier hawaiianisch. Meine Fresse. So. Ja, ab und zu bin ich mir unsicher. Ich höre die Musik gerade auch gar nicht. Die ist gerade in dem Level eigentlich auch sehr schön. Das ist... Ich weiß nicht. Die Musik wurde wie immer, oder beziehungsweise eigentlich zum letzten Mal, das ist traurigerweise so, von Stuart Copeland entwickelt. Oder geschaffen. Oh, und ich finde eigentlich, das ist so der schwächste Soundtrack an sich. Von allen Teilen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Stuart Copeland hat sich so ein bisschen vom Spiel inspirieren lassen. Ah, was den Soundtrack angeht. Also immer, ja, wenn es eher ein schwächeres Spiel ist, dann... Ja, mal ein schwächerer Soundtrack. Das Spiel ist ja auch nicht so schnell. Und dementsprechend... Er ist ja auch nicht so konstant. Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall nicht so typisch. Man hört einfach nicht dieses typische Spyro-Theme raus, was man sonst so immer hat. Weil hier hat er wirklich komplett andere Musikstücke genutzt. Also nicht Musikstücke, sondern Instrumente auch. Also diese ganzen Beats, die hören sich komplett anders an. Das kann man mir nicht sagen, dass er da genau dasselbe gemacht hat wie immer. Und er hat ja eigentlich auch nur die Spyro-Serie gemacht, soviel ich weiß. Ich habe jetzt nicht so in Erinnerung, dass er noch andere Videospielmusiken komponiert hat. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch Filme, wo er da mitgewirkt hat am Soundtrack. Aber so an sich hört man es natürlich auch nicht so ganz so raus, ne? Man denkt sich ja so immer, wenn man so Namen hört von Komponisten, keine Ahnung, Koji Kondo zum Beispiel, ne? Da denkt man auch erstmal so, wunderbar, der macht immer geile Musik, aber... Man muss auch im Hinterkopf behalten. Ja doch, hier ist eine Rune, das sieht man doch. Das ist die vom Schutzschild. Wusste ich's doch. Ja, man darf aber auch nicht im Hinterkopf... Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Koji Kondo natürlich auch ein bisschen schlechtere Musikstücke ab und zu mal bringt. Also nicht immer... Nicht schlecht in dem Sinne von schlecht, sondern einfach in dem Sinne von... Dass sie nicht so rausstechen wie gewisse andere. Es gibt immer Meisterwerke bei... Also teilweise echt wirklich... Auf Spiele bezogen gibt es da wirklich immer Sachen, die jedem immer einfallen. Gerade zum Beispiel in Zelda. Ja, ist auch bei Mario so. Also das ist...
Gut, aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass da eigentlich schon sehr viel Druck drauf lastet, wenn man sagt, ja, der ist der Beste und so weiter. Das ist dann schon, ich kann mir vorstellen, das habe ich aber schon mal gesagt, dass man dann schon ganz schön... Okay, den habe ich aber gar nicht getroffen. Du hast Gary gefangen. Ja, Gary. Gary Eich. Gary Motherfucker Eich. Meinetwegen. Vielen, vielen Dank, Spyro. Es hätte mir nicht geschmeckt, Abendessen zu spielen. Du kannst Bauchreden? Kein Reden. Problem. Ich schnüffel mal nach deinen Freunden. Vielleicht schmoren sie ja irgendwo da draußen. Nur ein Witz. Wie witzig. Gut, Leute, aber wir machen... Jetzt hat's aber ganz schön heftig gedonnert. Ich glaube, ich guck mal nach. Wir sehen uns erst im nächsten Part wieder, wenn wir die Luau-Insel mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Und dann, keine Ahnung, dann kommen wir hier in so komischen Hula-Röcken und tanzen dann hier erstmal. Ich glaube, das ist gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Was ist denn da draußen los? Tatsächlich. Hauptsache erstmal so richtig. Was zur Hölle?